Hallo, ich bin Malchi und bin im Waldkindergarten zu Hause. Ich zeige euch heute was von meinem Freund Froschi. Seid gespannt und kommt einfach mit. Das ist ja toll. Komm, wir nehmen was mit. Nein, der Laich muss hier im Tümpel bleiben. Da fühlen sich die Froscheier, was Laich ja ist, am wohlsten und können wachsen und sich entwickeln. Okay, kannst du mir den Weg mal erklären? Ja, ich zeig dir mal den Weg. Im März oder April legt das Weibchen die Eier in ein Gewässer. Ei, eine Hülle schützt vor dem Austrocknen. Die Kaulquappe atmet mit den Außenkiemen. Sie ernährt sich von der Gallerte im Ei. Kaulquappe mit Hinterbeinen. Kaulquappe mit Vorder- und Hinterbeinen. Die Lungen entstehen. Der Ruderschwanz bildet sich zurück. Jungfrosch. Nach 2 bis 3 Monaten ist der Frosch erwachsen. Er atmet mit der Lunge. Nach etwa einem Jahr ist der Frosch erwachsen. Er ernährt sich von kleinen Tieren. Hey toll, da komme ich dich und den Tümpel die nächste Zeit öfters mal besuchen, um das selbst zu beobachten. Die Frösche sind ein geheimloser Chor. Sie haben ja kein Schwänzchen und kein Ohr. Quack, 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 quack. Und kommt der Storch, und kommt der Storch, und kommt der Storch ins Moor. Dann singen sie viel leiser als zuvor. Quack, 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 quack. Und scheint der Mond, und scheint der Mond ins Moor. Dann singen sie viel lauter als zuvor. Quack, 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 quack. Bei dir am Tümpel ist ganz schön viel los. Jetzt weiß ich, dass ich den Laich nicht einfach so wegnehmen darf. Beim nächsten Mal, wenn ich hier bin, schaue ich, ob schon die Kaulquappen da sind. Dann treffen wir uns bald wieder und schauen uns das gemeinsam an. Tschüss!